بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine sehr geehrten Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen. Wie angekündigt, fangen wir heute nach Maghrib an. Deswegen auch etwas früher. Ich glaube, die Brüder haben das nicht mitbekommen. Die Bücher haben es mitbekommen, mashallah. Sind zahlreich erschienen. Die Brüder, wie immer, haben es wahrscheinlich verpennt. Aber es ist ganz normal bei Brüdern. Das gehört irgendwie zum Brüdersein dazu. Alhamdulillah, ich bin auch nicht besser. Von dem her. Alhamdulillah. Und nichtsdestotrotz beginnen wir inshallah ta'ala. Und wir wollen weitermachen, bi'idhnillahi azza wa jal, mit unserer schönen Reihe über die Geschichten der Propheten im Islam. Und wir hatten bisher zwei Einheiten gehabt über den ersten Rasul des Islam. Dem ersten Gesandten Allahs in der Menschheitsgeschichte. Und zwar mit der Geschichte von Nuh alayhi salam. Wir haben über den hohen Rang von Nuh alayhi salam gesprochen gehabt, dass er der erste Rasul ist, dass er zu den Ulul Azm der Rasul gehört, zu denjenigen, die eine besondere Ausdauer hatten, besondere Entschlossenheit unter den Gesandten Allahs. Und wir hatten darüber gesprochen gehabt, dass er am jüngsten Tag uns als Umma heranziehen wird, damit wir bezeugen, dass er die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala verkündet hat. Und dass Allah ta'ala ihm eine ganze Sura im Koran gewidmet hat, und zwar Surat Nuh. Und wir haben dann auch darüber gesprochen gehabt, warum Allah ta'ala überhaupt Nuh alayhi salam gesandt hat. Und zwar, weil nämlich die Menschen angefangen haben, neben Allah subhanahu wa ta'ala andere Gottheiten anzubeten. Und Allah ta'ala, er spricht ja auch ganz klar und deutlich darüber in Surat Nuh selbst. Und dort werden auch die fünf Götzen erwähnt. Unter anderem fünf Götzen erwähnt, welche sie angebetet haben und welche auch noch später dann unter den Arabern bekannt gewesen waren. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا Haltet nicht von Wad ab. وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوث وَلَا يَعُوق وَنَسْرَى Also, Wad, سُوَاعَ يَعُوق يَغُوث und Nasr. Das sind diese fünf Götzen, welche ursprünglich auf fünf rechtschaffene Männer zurückgehen, die für die Denkmäler errichtet wurden und wo dann die späteren Generationen vergessen haben, woher überhaupt diese Denkmäler kommen und warum sie errichtet wurden und angefangen haben, sie dann anzubeten. Wir haben darüber gesprochen gehabt, wie Nuh alayhi salam mit allen Mitteln versucht hat, sein Volk zu Allah subhanahu wa ta'ala einzuladen. Und gleichzeitig haben wir auch ihre Reaktion dann aufgezeigt gehabt, dass sie sich nämlich immer mehr von ihm abgewandt haben und immer auch versucht haben, gegen ihn zu argumentieren. Mal, dass ihn nur die unterste Klasse folgt, dann, dass er nicht wirklich Beweise bringt, dass er ein Mensch wie sie sei, dass er nur ein Hochstapler oder ein Zauberer sei. Also all die typischen Vorwürfe, welche die Menschen immer wieder auch dann bekommen, die mit einer Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala sich an die Menschen wenden. Aber Nuh alayhi salam, er gibt nicht auf, sondern er macht weiter in seiner Dauer. Aber es kommt jetzt eine weitere Herausforderung. Und zwar nicht nur die äußere Herausforderung, sondern jetzt auch noch die innere Herausforderung. Nämlich seine eigene Ehefrau. Die Ehefrau von Nuh alayhi salam, sie wendet sich gegen ihn und steht nicht an seiner Seite. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier klar und deutlich darüber. Und zwar in Surat At-Tahrim sagt Allah subhanahu wa ta'ala und er gibt uns ein Gleichnis, er prägt uns ein Gleichnis. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مُرَأَةَ نُوحٍ وَمُرَأَةَ لُوطٍ
Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Luts Frau geprägt. Kanata tahta abdayn min ibadina salihain. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenden Dienern von unseren Dienern. Und jetzt aber, فَخَانَتَهُمَا, doch handelten sie verräterisch an ihnen. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, und so haben ihnen diese vor Allah nichts genützt. وَقِيلَ دَخُولَ النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ, und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Allah Ta'ala ernennt uns hier zwei Beispiele, zwei negative Beispiele von zwei Frauen, welche verheiratet gewesen waren mit Propheten und trotz alledem nicht geglaubt haben. Und nicht nur das, dass sie nicht geglaubt haben, sondern sie haben sich auch noch gegen die Botschaft ihrer Ehemänner gestellt. Und das zeigt uns etwas sehr, sehr Wichtiges. Und zwar, dass nur, weil ich zu der Familie eines rechtschaffenden Menschen gehöre, es noch lange nicht bedeutet, dass ich selbst rechtschaffen bin. Dass nur, weil ich der Mann, die Frau, der Sohn, die Tochter, der Bruder, die Schwester von einem rechtschaffenden Menschen bin, dass mir das in irgendeiner Weise nützen könnte am jüngsten Tag. Sondern ich bin voll und ganz verantwortlich für meine eigenen Taten. Deswegen sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seiner Tochter Fatima radiallahu anha, handle, o Fatima, weil ich werde dir am jüngsten Tag nichts bringen können. Gar nichts. Seine eigene Tochter kann er nicht helfen, sallallahu alaihi. Und natürlich kann er Schafa'a machen, all dies. Aber am Ende kommt es worauf an? Am Ende kommt es immer auf deine Taten an. Du kannst dich nicht auf den Taten deines frommen Vaters und deiner rechtschaffenden Mutter ausruhen, sondern es kommt immer auf deine eigenen Taten an. Deswegen sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer sehr bekannten Überlieferung, am Ende der Überlieferung, seiner längeren Überlieferung, er sagte sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Wer mit seinen Taten zu langsam ist, also wer wenig gute Taten vollzieht, dem wird seine Abstammung auch nicht weiterhelfen. Die wird ihn auch nicht schneller machen. Wenn du zu langsam bist, dann wird dich deine Abstammung auch nicht schneller machen. Sondern am Ende kommt es auf deine Tat an. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jede Seele ist für das, was sie tut, selbst verantwortlich. Rahin heißt, du wirst eingesperrt mit deinen Taten. Du musst dich selbst freikaufen mit deinen guten Taten. Du kannst dich nicht auf die Taten deiner Familie stützen. Sondern es kommt auf dich selbst an, was du tust. Und hier sehen wir, subhanallah, dass zwei Propheten im Islam, und das sind die zwei, von denen wir wissen, und denen wir Bescheid wissen, dass sie Ehefrauen hatten, die nicht geglaubt haben, Frauen hatten, welche nicht nur nicht glauben wollten, sondern welche sich klar und deutlich positioniert haben gegen ihre Ehemänner. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, فَخَانَتَهُمَا, doch handelten sie verräterisch an ihnen. Was ist damit gemeint? Die Gelehrten sind sich einig darüber, dass sie nicht untreu gewesen sind. Das heißt, dass sie irgendwie eine Affäre hatten oder so. Weil Allah Ta'ala erschützt die Propheten vor Frauen, die ihnen ein Kind unterjubeln. Allah Ta'ala erschützt die Propheten davor. Sie sind aber was gewesen? Verräterisch hinsichtlich der Botschaft. Was haben sie dann nämlich gemacht? So wie es Allah Ta'ala uns über die Frau von Lut alaihi salam erzählt hat. Sie ist immer wieder zum Volk gegangen und hat ihnen Nachrichten gegeben über ihren eigenen Ehemann. Das heißt, sie hat ihren eigenen Mann verraten. In Bezug auf seine Botschaft. Und deswegen, als Lut alaihi salam, darauf kommen wir noch zu sprechen in der Geschichte von Lut alaihi salam, als er die Engel hatte, die zu ihm kamen, in der Gestalt von Männern, jungen Männern, gut aussehenden Männern. Wer hat das Volk über die Gäste benachrichtigt? Es ist die Frau von Lut alaihi salam gewesen. Sie hatte also Verrat begangen. An ihrem Ehemann und an der Botschaft, die ihr Ehemann zu verkündigen hatte. Und das ist noch einmal eine ganz besondere Herausforderung für diese Propheten gewesen. Allah Ta'ala hat unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah,
eine Frau zur Seite gestellt von dem ersten Moment an, die ihn unterstützt hat. Khadija radiallahu anha. Es war eine gewaltige Unterstützung für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Sodass er vom ersten Moment hat jemand hatte an seiner Seite, der ihn verstanden hat. Der ihm vertraut hat, der an ihn geglaubt hat, der ihm gut zugesprochen hat. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Jibril alaihi salam kam, als er in der Höhle Hira war und die erste Offenbarung erhalten hatte, sagte er, Zamiluni, Zamiluni, bedeckt mich, bedeckt mich. Und Khadija radiallahu anha, sie nahm ihn entgegen und umarmte ihn und meinte, Wallahi, Allah wird dich niemals erniedrigen, niemals im Stich lassen. Du bist jemand, der die Familienbande pflegt, du bist jemand, der sich um die Gäste kümmert, du bist jemand, der sich um bedürftige Menschen kümmert, der immer da ist, wenn die Menschen ihn brauchen. So jemanden wird Allah Ta'ala niemals im Stich lassen. Allah Ta'ala, er hat unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine gute Ehefrau zur Seite gestellt, die ihn unterstützt hat. Und deswegen das Jahr, wo Khadija radiallahu anha gestorben ist, wurde wie genannt und ist wie in die Geschichte eingegangen. Wie hieß dieses Jahr? Am al-Huzn. Das Trauerjahr, subhanallah. Weil nämlich Khadija radiallahu anha und sein Onkel Abu Talib gestorben sind und zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt sind. Das zeigt noch einmal, und das ist eine weitere Lehre, die wir daraus entnehmen können, wie wichtig es ist, einen frommen Ehepartner an seiner Seite zu haben. Das ist ein Aspekt, den ich noch einmal etwas hervorheben möchte, weil vor mir sitzen junge Menschen, Brüder und Schwestern, die vielleicht noch auf der Suche sind. Und ich kann euch nur hier den Ratschlag ans Herz legen, den unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ans Herz gelegt hat. Nämlich, فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. Versuche, und jetzt in Bezug auf die Ehemänner, eine Frau zu erlangen, die Religion hat und du wirst erfolgreich sein. Und genauso auch in Bezug auf die Frauen. إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا لَمْ تَفْعَلُوا تَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Wenn zu euch jemand kommt, mit dessen Religion und Charakter ihr zufrieden seid, so gebt ihm eure Tochter zur Frau. Tut ihr das nicht, wird es viel Unheil auf Erden geben und viel Versuchung. Und viel Versuchung. Und das ist das, was wir heutzutage sehen, subhanallah. Es gibt viele Eltern, die ihren Töchtern verbieten, einen praktizierenden Muslim zu heiraten, mit den unterschiedlichsten Begründungen. Entweder er hat zu wenig Geld oder er ist nicht die richtige Nationalität oder dies oder jenes. Irgendetwas fällt ihm ein. Und was wir sehen können, ist, dass immer daraus, was entsteht, Fasad und Fitne. Versuchung, du bringst deine eigene Tochter in Versuchung. Du bringst deine eigene Tochter in Versuchung. Eine Tochter, die auf ihre Eltern hört, die den richtigen Weg gehen möchte, ja, und jemanden gefunden hat, der Allah Ta'ala fürchtet und es keinen Grund gibt, ihn abzulehnen. Gar keinen Grund gibt, ihn abzulehnen. Oder ihm zumindest eine Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen. Selbst das ist ja für viele Eltern schon sozusagen absolut unmöglich. Ja? Ich habe selbst erlebt, wie viele Mädchen und Jungen darunter leiden und wie nahe sie der Versuchung sind, einen Fehler zu machen. Und wie nahe sie der Versuchung sind, einen Fehler zu machen. Weil sie nicht die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam hier umgesetzt haben. Und ich sehe auch, wie viele Geschwister später nach Jahren, wenn sie dann Kinder haben, irgendwann einmal es bereuen, dass sie nicht diesen Ratschlag des Propheten sallallahu alaihi wasallam beherzigt hatten bei der Auswahl ihres Ehepartners. Weil die eigentlichen Streitigkeiten in Bezug auf die Religion, die kommen erst später. Dann, wenn Kinder da sind, wenn es darum geht, die Kinder zu erziehen. Am Anfang ist noch alles schön und gut. Ja, es geht ja nur noch um dich und sie. Ja, man hat eine schöne Beziehung, das ist alles. Aber irgendwann einmal kommt es nicht mal nur auf die Liebe an. Sondern irgendwann einmal kommt es auf wichtige Fragen an. Wie erziehe ich eigentlich meine Kinder? Was bringe ich eigentlich meinen Kindern bei? Ich will meine Kinder in die Moschee bringen. Mein Ehepartner will meine Kinder von den Moscheen fernhalten. Was macht man jetzt? Streitigkeiten über Streitigkeiten, die nicht selten sogar in einer Scheidung enden können. Die nicht selten sogar in einer Scheidung enden können, weil die Eltern sich nicht einigen können, wie die Kinder zu erziehen sind. Und deswegen, ja, es ist so wichtig für dich selbst, lieber Bruder, liebe Schwester, für dein eigenes Seelenheil, dass du darauf Acht gibst, wen du dir zum Ehepartner auswählst und wer der Vater oder die Mutter deiner Kinder sein soll. Denk etwas weiter, denk nicht nur an diesen einen Moment, sondern denk etwas weiter.
Ja? Wie möchte ich, dass meine Kinder groß werden? In was für eine Atmosphäre? So unglaublich wichtig. Lass dich nicht nur blenden durch das Aussehen. Lass dich nicht nur blenden durch vielleicht das Geld. Das sind auch Aspekte, die man berücksichtigen muss, aber sind nicht die einzigen Aspekte. Und der wichtigste Aspekt, der wichtigste Maßstab überhaupt ist was? Din und Chuluk. Nicht nur Din, nicht nur praktizieren, sondern auch Chuluk ist wichtig. Und da machen auch einige einen Fehler. Dass sie nur auf was achten? Nur auf den Din, das heißt nur betet er oder betet sie, trägt sie Kopftuch oder nicht. Das ist so diese Äußerlichkeiten, dieses Rituale, ja, dass er überhaupt glaubt an Allah Ta'ala. Aber was sie dann häufig vergessen, ist der Akhlaq. Nicht jeder, der praktiziert, ist auch gleichzeitig jemand, der einen guten Charakter hat. Darauf muss ebenfalls Acht gegeben werden. Es muss beides vorhanden sein. Was aber auch nicht ausreicht, ist nur der Akhlaq ohne der Din. Sondern ich brauche beides. Beides muss miteinander in Einklang stehen. Ja? Damit ich für mich selbst garantieren kann, dass ich immer jemanden an meiner Seite haben werde, der mich unterstützt in meiner Religion. Weil das brauche ich. Es kommen immer Zeiten, wo mein Iman schwach wird. Und da brauche ich jemanden, der mich zieht. Ich sage, komm, steh zum Fajr auf. Was ist los? Ja, oder wo ich vielleicht mal schwach werde und vielleicht mal, weiß ich nicht, dann anfange irgendwie nur noch Serien zu gucken etc., dass ich jemanden brauche, sagt, guck mal, ja, guck, aber übertreib es nicht, lass uns mal Koran lesen. Wenn du so einen Ehepartner findest, der dich dabei unterstützt, der dich erinnert an Allah Ta'ala, Alhamdulillah, kann es auch mal zu Streit kommen, all das, selbst wenn es zu Streit kommt, selbst wenn man sich trennen sollte, man trennt sich dann in was? Im Guten. Weil Akhlaq vorhanden ist, Charakter und Religion vorhanden ist. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, selbst wenn ich mich von meiner Frau trennen sollte, dass meine Kinder irgendwie falsch erzogen werden. Weil ich weiß, auch wenn meine Kinder bei meiner Frau sind, ich weiß, Alhamdulillah, dort lernen sie beten, dort lernen sie fasten, dort wird auf bestimmte Dinge Acht gegeben. Aber stell dir mal vor, ich habe eine Frau oder umgekehrt einen Mann, der nicht Allah fürchtet. Was ist dann? Dann stehe ich allein da. Und dann muss ich mir Gedanken machen um meine Kinder, ob sie wirklich richtig erzogen werden oder nicht. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Fälle es davon gibt. Unglaublich viele Fälle. Viel mehr, als ihr euch jemals vorstellen könntet. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Kinder und wie viele Nachkommenschaften dadurch in die Irre gegangen sind. Weil sie dann nur noch bei einem Elternteil leben und gerade bei dem falschen Elternteil, der nicht Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Ja? Und da sehen wir, subhanallah, Allah ta'ala, ich meine, Nuh alayhi salam hat keinen Fehler gemacht, aber es ist sein Nasib gewesen, seine Prüfung gewesen, subhanallah. Es kann auch sein, dass du alles richtig machst und trotzdem du diese Prüfung hast. Und Nuh alayhi salam hat diese Prüfung gehabt. Er hatte eine Frau an seiner Seite, die ihn nicht glauben wollte, subhanallah. Die ihn nicht unterstützt hat. Die ihn sogar verraten hat. Das ist eine der härtesten Prüfungen überhaupt. Gerade für einen Da'iyah, gerade für jemanden, der eine Botschaft zu verkünden hat. Eine der härtesten Prüfungen überhaupt. Und deswegen, Allah Ta'ala, er spricht über diese Prüfung in Surah At-Taghabun. Und er sagt, Ya ayyuhallazina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum, fahdharuhum, Allahu Akbar. O, die ihr glaubt, unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die euch Feind sind. Boah, subhanallah, Feinde? Feinde? Im eigenen Haus? Mein eigenes Fleisch und Blut ist ein Feind? Wie kann das sein? Indem sie nämlich der Grund dafür sind, dass sie mich von Allah wegführen. Deine eigene Frau, dein eigenes Kind kann zu einer Fitne werden. Subhanallah. Zu einer Versuchung werden. Sodass sie dich abbringen vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und davor muss ich mich als Muslim in Acht nehmen. Ich habe immer einen Maßstab. Und dieser Maßstab ist was? Dieser Maßstab ist, was verlangt Allah von mir? Und dem unterordne ich alles. Diesem Maßstab unterordne ich die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Kindern, die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Das ist mein Hauptmaßstab. Und es kann sein, dass, wie gesagt, die Familie, die eigene Ehefrau, der eigene Ehemann, die eigenen Kinder, die eigenen Eltern versuchen, dich davon abzuhalten. Und davor warnt mich Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie mich davon abhalten, etwas Gutes zu tun. Diese Ehe wurde offenbart, weil nämlich einige Frauen ihre Ehemänner davon abgehalten haben, die Hijra zu machen. Und dann sagt Allah ta'ala, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wenn ihr aber verzeiht und nachsichtig seid und vergebt, so gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig. Nachdem sie die Hijra gemacht haben, haben sie angefangen, ihren Frauen Vorwürfe zu machen. Ihr habt uns abgehalten. Und da verlangt Allah ta'ala, nein, verzeiht ihnen, vergibt ihnen. Das ist ihre Schwäche gewesen. Das ist eigentlich eure Schuld, dass ihr auf sie gehört habt. Ja, manchmal darf ich auf meine Frau, auf meinen Mann,
auf meine Kinder, auf meine Eltern nicht höre, nämlich immer dann, wenn sie von mir etwas verlangen, was Allah Ta'ala mir verboten hat. Oder wenn sie mir versuchen, etwas zu verbieten, was Allah Subhanahu wa Ta'ala geboten hat. Ganz wichtig. Ich muss mich davor in Acht nehmen. In der Beziehung zwischen Mann und Frau können viele Dinge geschehen. Beispiel. Die Frau verlangt von mir immer wieder als Mann beispielsweise, das ist nur ein Beispiel, umgekehrt genauso, ja, dass ich ihr das und jenes kaufe und hat kein Problem damit, dass ich auch Dinge mache, die haram sind, eigentlich haram sind, dass ich betrüge. Hauptsache, ich verdiene Geld. Was muss ich jetzt tun als Ehemann? Soll ich auf sie hören? Nein, natürlich nicht. Sondern ich muss zeigen, was richtig ist und mich an die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala halten. Mein Ehemann verlangt von mir Dinge, die nicht moralisch sind. Höre ich auf meinen Ehemann oder mache ich das, was Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt hat? All das sind Dinge, ja, die es immer wieder auch in Beziehungen gibt. Und mein Maßstab ist für mich was? Mein Maßstab ist für mich Allah ta'ala und der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala. Und hiervor warnt mich Allah ta'ala, dass ich nicht darauf achte und glaube, ja, weil das meine Familie ist, ja, muss ich das jetzt machen? Nein, du musst nicht alles machen. Deswegen gibt es eine klare Grenze. Und diese Grenze ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgelegt hat, La ta'ata li makhluq fi ma'siyat khalq. Kein Gehorsam gegenüber einem Geschöpf im Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer. Das heißt es. Das heißt immer dann, wenn ein Mensch, egal wer dieser Mensch ist, von mir etwas verlangt, wo ich ganz genau weiß, dass es eindeutig verboten ist, was heißt das für mich? Gehorche ich oder gehorche ich nicht? Ich gehorche nicht. Und deswegen Allah Ta'ala, er macht es klar und deutlich fest an unserer Beziehung zu unseren Eltern. Indem er nämlich sagt, wir sollen gut zu unseren Eltern sein. Aber wenn sie uns zu etwas zwingen wollen, worüber wir kein Wissen haben, also zu einer Sünde, dann dürfen wir ihnen nicht gehorchen. Gleichzeitig müssen wir aber trotz alledem versuchen, mit ihnen gut umzugehen. Aber wir dürfen ihnen nicht gehorchen. Nuh alayhi salam, er hatte also jetzt diese Herausforderung gehabt. Seine eigene Ehefrau ist gegen ihn gewesen. Das heißt, er hatte weder draußen Ruhe, noch in seinen vier Wänden hatte er Ruhe gehabt. Was für eine Prüfung, subhanallah. Er ist nirgendwo zur Ruhe gekommen, nirgendwo. Wie deprimierend muss das gewesen sein für ihn? Wie hart muss das für ihn gewesen sein, mitzubekommen, dass seine Frau ihn hintergeht? Und mit seinen Feinden zusammenarbeitet. Aber nicht nur das. Die Prüfung sollte noch härter werden. Nuh alayhi salam, er hatte vier Söhne gehabt. Er hatte vier Söhne gehabt. Drei Söhne haben geglaubt. Einer wollte nicht glauben. Und dieser hieß Kenan oder Yam. Kenan oder Yam. Er ist mit diesen beiden Namen bekannt. Kenan oder Ja. Und auch er hat sich gegen seinen Vater gestellt. Also nicht nur die Ehefrau, sondern sogar der eigene Sohn, das eigene Fleisch und Blut, wollte ihm nicht glauben. Und das zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wir werden auf den Sohn noch zu sprechen kommen. Nämlich dann, wenn die Sintflut beginnt und was damit ihm geschehen wird, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber was zeigt uns das? Etwas sehr Wichtiges, es gibt nie eine Garantie dafür, dass deine Kinder rechtgeleitet sind. Selbst wenn du alles richtig machen solltest. Es gibt keine Garantie. Am Ende ist jeder Mensch für sein eigenes Handeln verantwortlich. Und wir müssen davon ausgehen, dass Nuh alayhi salam alles getan hat, um seine Kinder gut zu erziehen. Ich meine, er ist ein Prophet. Wenn jemand seine Kinder gut erzieht, dann ist es ein Prophet. Und trotz alledem hat er es nicht geschafft, seinen Sohn zu erreichen. Und Allah Ta'ala, er spricht hierüber, indem er nämlich sagt, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Du kannst nicht rechtleiten, wen du liebst. Aber Allah rechtleitet, wen er möchte. Es liegt nicht in deiner Hand. Was lernen wir daraus? Etwas sehr Wichtiges. Für mich als Da'iyah, als Muslim, als jemand, der versucht, die Botschaft Allahs zu verkünden in der Gesellschaft, in seiner eigenen Familie, durch seine Erziehung bei seinen Kindern, muss immer eins wissen. Mir obliegt die Verkündung der Botschaft, also
ganz konkret in Bezug auf meine Kinder, mir obliegt die Erziehung, dass ich meine Kinder richtig erziehe. So gut ich kann. Mit gutem Vorbild frangiere. Dua machen, dass meine Kinder recht geleitet sind. Aber habe ich eine Garantie, dass sie dann wirklich recht geleitet sind? Nein, habe ich nicht. Ich habe nie eine Garantie. Weil das Ergebnis meiner Da'wah liegt nie in meiner Hand. Sondern liegt ausschließlich in wessen Hand? In der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Was Allah von mir verlangt ist, mich anzustrengen, danach zu streben. Und deswegen sagt Allah ta'ala, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Und der Mensch hat nur das, wonach er gestrebt hat. Und sein Streben wird dann gesehen werden. Allah wird dich nicht nach den Ergebnissen befragen, sondern Allah ta'ala, er wird dich nach deinem Bestreben befragen. Sehr wichtig. Es kann nämlich sein, dass ich alles richtig mache und trotzdem zu keinem Ergebnis erlange. Die Umstände haben es nicht erlaubt. Die Umstände haben es nicht erlaubt. Und deswegen, subhanallah, manchmal hast du in der Geschichte Leute, die eine Erfindung hatten, aber nie mit dieser Erfindung reich geworden sind. Und dann erst später haben dann Leute diese Erfindung adaptiert, genommen und sind dadurch reich geworden, haben dann ein großes Unternehmen gebaut, weil sie einfach wussten, wie man das richtig macht. Ja? Also er hat zwar die Erfindung, aber er hat keinen Erfolg damit gehabt, subhanallah. Es gibt manchmal Ideen, welche erst Jahrhunderte später zum Erfolg kommen, weil die Zeit einfach noch nicht reif ist. Und das kann sein. Und Nuh alayhi salam ist das beste Beispiel. Er macht Da'wah 950 Jahre, aber er erreicht nur wenige 100 Menschen. Um die 200. Er schafft es nicht mal, seine eigene Familie mitzunehmen komplett. Heißt es, dass er nicht ausreichend Da'wah gemacht hat? Wir haben es ja gesehen. Ja. Wir können es bezeugen. Der Koran zeigt uns das auf. Er hat alles getan. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, wir haben diese Hadith schon oft erwähnt gehabt. Das ist immer wieder wichtig. Er zeigt uns, dass es Propheten geben wird, die am jüngsten Tag allein auferstehen werden. Ganz allein. Keiner an ihrer Seite. Oder nur 3 bis 9 Menschen. Eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Sie konnten niemanden erreichen. Heißt das, dass sie ihre Aufgabe nicht erfüllt haben? Sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Aber die Umstände haben es nicht erlaubt, dass die Menschen wirklich damit erreichen können. Subhanallah. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du nicht verzweifelst. Als jemand, der versucht, die Menschen einzuladen zu Allah, der versucht, etwas Gutes zu machen. Du hast alles richtig gemacht. Du hast alles getan, was in deiner Macht steht. Natürlich muss man immer wieder seine Mitte überprüfen. All das, gar keine Frage. Aber am Ende gelangst du nicht zu dem Ergebnis, was du dir gewünscht hast. Ist jetzt dein Handeln umsonst gewesen? Nein, es ist nicht umsonst gewesen. Weil am Ende kommt es nicht darauf an, welches Ergebnis ich erzielt habe, sondern es kommt darauf an, dass ich aufrichtig gehandelt habe und versucht habe, mein Bestes zu geben. Ja, umgekehrt wird es Menschen geben, welche sehr erfolgreich sein werden, von denen aber Allah nicht annehmen wird. Subhanallah, genau umgekehrt. Es gibt Menschen, die sehr erfolgreich sind. Ein bekannter Prediger, ein großer Gelehrter. Alle kennen ihn, alle sprechen gut über ihn. Und sagen, MashaAllah, wie viele Menschen hat er zum Islam geführt und was hat er alles getan und das und jenes. Aber Allah wird nicht von ihm annehmen. Warum? Er hat zwar ein Ergebnis erreicht, aber er war nicht aufrichtig gewesen. Ajib, oder? Es kommt also immer worauf an? Auf dein Streben. Merkt ihr das? Und deswegen, wenn ich das weiß, subhanallah, dass es auf mein Streben ankommt und nicht mehr unbedingt auf das Ergebnis und auch wirklich mit dieser Absicht an die Sache herangehe, alhamdulillah, dann werde ich niemals verzweifeln. Dann werde ich niemals aufgeben. Weil es mir nämlich nicht darum geht, wie viel ich erlangt habe. Natürlich freue ich mich über Ergebnisse und Früchte. Jeder Mensch freut sich, gar keine Frage. Aber wenn ich es nicht sehen sollte, dann heißt das noch lange nicht, dass ich falsch gehandelt habe. Und das sehen wir am besten an dem Beispiel von Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, er hatte also jetzt was mit großen Herausforderungen zu kämpfen. In seiner eigenen Familie, sein eigenes Volk wollte ihm nicht zuhören. Am Anfang haben sie erst mit ihm diskutiert. Wir haben über ihre Argumente gesprochen gehabt. Aber sie wurden immer aggressiver. Wie mit unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn wir uns die Sira des Propheten anschauen, sallallahu alaihi wa sallam, dann sehen wir, am Anfang haben sie erstmal mit ihm diskutiert, haben ihm Angebote gemacht. Aber als sie gemerkt haben, all das bringt nichts, was haben sie dann getan? Sie haben angefangen, Gewalt anzuwenden. Und sie wollten am Ende unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam umbringen. Und genauso auch
mit Nuh alayhi salam, als sie gemerkt haben, er hört nicht auf. Wir diskutieren mit ihm, wir debattieren mit ihm, wir antworten auf all das, was er sagt, und er macht trotzdem weiter. Und seine Anhängerschaft nimmt langsam zu, haben sie dann angefangen, jetzt ihm zu drohen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt, dass sie ihm angedroht haben, ihn zu steinigen. Ihn zu steinigen. Und zwar sagten sie zu Nuh alayhi salam, قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. Sie sagten, wenn du nicht aufhörst, O Nuh, wirst du ganz gewiss zu den Gesteinigten gehören. Nuh alayhi salam, er wendet sich Allah zu. Qala Rabbi, inna qawmi kadhabun. Er sagte, mein Herr, gewiss, mein Volk hat mich der Lüge bezichtigt. Sie wollen mich nicht annehmen, mich akzeptieren. Faftah bayni wa baynahum fatha wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin. So trifft zwischen mir und ihnen eine klare Entscheidung und errette mich und wer von den Gläubigen mit mir ist. Es gibt eine Wende in der Geschichte. Ich meine, das Ganze hat sich über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte hingezogen. Allah Ta'ala, er sagt in Surat Al-Ankabut, im Vers Nummer 14, dass Nuh alayhi salam nämlich insgesamt 950 Jahre unter ihnen weilte und Da'wah mit ihnen machte. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Und er blieb unter ihnen 1000 Jahre, weniger 50 Jahren. Und dann kam die Sintflut und sie nahm sie und sie sind ungerecht gewesen. 950 Jahre hat er Sabr gehabt. Schätze ich die Frage, waren das wirklich 950 Jahre oder wie ist das zu verstehen? Ist das überhaupt möglich? Grundsätzlich erst einmal, alle Mufassirun, alle Koran-Exegeten, die klassischen, sind sich darüber einig, dass mit diesen 950 Jahren auch wirklich 950 Jahre gemeint sind. Es gibt einige Modernisten, also einige neuere, einige, ich würde nicht sagen Gelehrte, das sind eher Denker, die sehr, sehr stark beeinflusst sind durch die westliche Herangehensweise an die Religion, welche gesagt haben, nein, mit 950 Jahren sind nicht Jahre gemeint, wie wir sie kennen, also sozusagen ein Sonnenjahr oder ein Mondjahr, sondern mit Jahren ist hier gemeint 950 Monate. Und sie begründen das damit, dass sie sagen, dass damals die Menschen einen Monat als einen Zeitabschnitt gesehen haben, also wie ein Jahr. Und dementsprechend muss man von 950 Monaten ausgehen. Das würde bedeuten ca. 71 Jahre. Ca. 71 Jahre. Oh, ich persönlich halte nicht so viel davon, zumal es hier nicht wirklich einen Ansatz gibt dafür, dass das wirklich war, weil die Menschen zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wo der Koran offenbart wurde, unter Sene und Aam auch wirklich fast verstanden haben, ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr. Kann es jetzt sein, dass Menschen damals wirklich so lange gelebt haben? Allahu a'lam. Ich meine, am Ende der Koran sagt das. Wir als Muslime verinnerlichen das und überlassen das Wissen diesbezüglich Allah subhanahu wa ta'ala. Wir akzeptieren das einfach einmal so, wie es dort steht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja auch in einer Überlieferung gesagt, dass die Menschen zunächst erstmal länger gelebt haben und dann immer wieder sozusagen, ja, es dann auch kürzer geworden ist. Und am Ende weiß es Allah subhanahu wa ta'ala am besten. Und wir verinnerlichen erst einmal die Worte Allahs und überlassen das Wissen diesbezüglich Allah subhanahu wa ta'ala und sehen darin überhaupt keinen Widerspruch, weil wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht, weil es kann sein, dass die Menschen vielleicht wirklich sehr lange gelebt haben oder dass die Jahre an sich vielleicht kürzer gewesen sind. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Wichtig für uns ist, was wir auch entnehmen können, ist, dass Nuh alayhi salam wirklich sehr viel Geduld mit ihnen hatte. Und über Jahrhunderte hinweg immer wieder versucht hat, sie zu überzeugen von diesem Weg, aber sie immer wieder weitergemacht haben. Nuh alayhi salam, er hat ihnen aufgezeigt,
dass er von ihnen auch in keiner Weise lohnen möchte. Also er wird davon auch nicht profitieren. Deswegen haben wir nochmal diese schönen Ayaten Surat al-Shu'ara, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Das Volk Nuhs bezichtigte die Gesandten der Lüge. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Als ihr Bruder Nuh zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Gewiss, ich bin euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Ihr wisst, ich lüge nicht, ich habe vorher nie gelogen, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, den die Leute As-Sadiq al-Amin genannt hatten, den Ehrlichen, den Vertrauenswürdigen. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. So fürchtet Allah und gehorcht mir. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. Und das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, die ich nochmal extra hervorheben möchte, bevor wir jetzt auf diesen Wendepunkt noch einmal zu sprechen kommen. Und zwar, eines der wichtigsten Zeichen der Propheten überhaupt ist, dass sie selbst von dieser Botschaft in keiner Weise profitiert haben. Was du immer wieder bei Hochstaplern merkst, bei Lügenpropheten, ist, dass sie versucht haben, in irgendeiner Weise materiell oder durch Macht von dieser Sache zu profitieren. Sich zu bereichern, Macht zu erlangen. Ein Beispiel. Musaylimah al-Kadhab, nur ein Beispiel. Musaylimah al-Kadhab. Warum hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder als der Prophet ihn eingeladen hat zum Islam, was hat er gesagt? Hat er gesagt, ich nehme deine Botschaft nicht an? Er meinte nein. Sondern er meinte, ich bin bereit, Muslim zu werden. Unter einer Voraussetzung, dass nachdem du stirbst, die Macht auf mich übergeht. Es ging ganz nur um Macht. Und als dann der Prophet natürlich abgelehnt hat, sallallahu alaihi wa sallam, und aufgezeigt hat, dass Allah ta'ala die Macht gibt, wem er möchte, hat er sich selbst zum Propheten erklärt. Es ging also nur um was? Es ging nur um Macht und Reichtum. Unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ging es um nichts von dem. Ganz im Gegenteil, es wurde ihm alles angeboten, er hat alles abgelehnt. Und als er die Macht hatte, lebte er wie ein Sklave. So bescheiden wie ein Sklave, subhanallah. Er ist von dieser Welt gegangen, hat von dieser Dunya nichts besessen. Nicht profitiert. Nuh alayhi salam genauso. Er wollte von den Menschen nichts haben. Und das wussten die Menschen. Sie haben es gesehen. Er wollte sich nicht bereichern. Er wollte keine Macht erlangen. Und all das sind Zeichen dafür, dass es sich wirklich um einen Gesandten Allahs gehandelt hat. Das heißt, sie haben erkannt, er ist ein Gesandter. Er hat nie gelogen. Er ist vertrauenswürdig gewesen. Er hat nicht nach Macht gestrebt. Er hat Zeichen gebracht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem wollten sie ihm nicht glauben. Es ging ihnen also nur um was? Es ging ihnen also nur darum, dass sie stur bleiben wollten und dass sie ihre Macht nicht verlieren wollten. Und jetzt, nachdem Nuh alayhi salam gemerkt hat, es geht nicht weiter. Keiner will glauben. Hat Allah ta'ala ihnen etwas offenbart. Das haben wir in Surat Hud, Vers Nummer 36. Und zwar, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Und es wurde Nuh offenbart. Keiner wird von deinem Volk glauben, außer diejenigen, die schon jetzt geglaubt haben. Mit anderen Worten, egal wie lange du weitermachst, es wird keiner mehr den Glauben annehmen. Ihre Herzen sind versiegt worden. Khalas. Du hast alle erreicht, die du erreichen konntest. Eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und als Nuh alayhi salam, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, und als Nuh alayhi salam dies offenbart bekommen hat, hat er dieses Dua gemacht. Und zwar, dass die Gläubigen gerettet werden sollen, wie wir es gerade gehört haben in diesen schönen Ayat. Wo sind die nochmal, diese Ayat? فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَ وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. So trifft zwischen mir und ihnen eine klare Entscheidung. Und errette mich und wer von den Gläubigen mit mir ist. Er wollte also jetzt, dass die Erde gereinigt wird von den Ungläubigen. Weil er wusste, es wird keiner mehr glauben. Und er hat es an anderer Stelle, und zwar in Surat Nuh, noch einmal deutlicher gesagt. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ. Und Nuh sagte, La tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Das hat er erst gemacht, nachdem er gewusst hat, dass keiner mehr glauben wird. Ganz wichtig, nicht, dass wir das falsch verstehen. Manche denken, ich kann einfach so Dua machen gegen ein ganzes Volk. Nein,
Das ist nie unser Anliegen, dass wir Dua machen gegen ein Volk, das Allah Ta'ala ein Volk vernichtet. Und deswegen, wenn einige heutzutage sagen, möge Allah die Kuffar alle verfluchen etc., das ist falsch, eine falsche Herangehensweise. Das ist nicht das, was der Prophet uns gelehrt hat. Es ist nicht das, was der Koran uns gelehrt hat. Ganz im Gegenteil. Der Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben uns gelehrt, dass wir bis zum Ende Geduld haben. Bis zum Ende Geduld haben. Und dass wir niemals aufgeben. Wie wir es in der Geschichte mit den Leuten von At-Ta'if hatten, welche ihn beworfen haben mit Steinen und wo der Prophet dann gesagt hat, ich möchte, dass Allah Ta'ala sie recht leitet, sodass es von ihrer neuen Bekommenschaft Menschen gibt, die La ilaha illallah sagen. Und das, nachdem Jibril a.s. ihnen angeboten hat, dass sie vernichtet werden. Durch den Engel der Berge. Durch den Engel der Berge. Das ist die Einstellung, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bezüglich dieses Themas hatte. Und nur dann, wenn sicher ist, dass keiner mehr glauben wird, kann ich Dua machen. Aber nicht einfach vorher. Nicht einfach ein ganzes Volk verfluchen. Weil das ist doch überhaupt nicht unser Anliegen. Wir wollen doch die Rechtleitung für alle Menschen. Wir wollen doch das Gute für alle Menschen. Wir wollen doch nicht, dass das Paradies nur für uns ist. Wir wollen das Paradies für jeden Menschen auf dieser Welt. Das ist unser Anliegen. Und das ist das, wozu Allah Ta'ala die Menschen einlädt. Wallahu yad'u ila dari salam. Wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah, er ruft die Menschen zur Wohnstätte des Friedens ein, also zum Paradies. Und leitet, wen er möchte, auf einen geraden Weg. Das ist unsere Einstellung, die wir als Muslime haben sollten. Dass wir die Hidayah, die Rechtleitung für jeden Menschen möchten. Und Nuh alayhi salam, er hat erst dann Dua gegen sein Volk gemacht. Es verflucht, nachdem er wusste, es wird sowieso keiner mehr glauben. Und er hat es dann auch begründet. Warum? Innaka intadharhum. Denn gewiss, wenn du sie leben lässt, yudillu ibadaka, führen sie deine Diener in die Irre. Wala yalidu illa fajiran kaffara, und zeugen nur sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Er begründet das. Warum? Weil er weiß, es wird keiner mehr glauben. Und die Nachkommenschaft, die wird genauso irre geführt sein, wie sie es gewesen sind. Also ja, Allah, rette die Gläubigen und bereinige die Erde von den Ungläubigen. Das ist das Dua von Nuh alayhi salam gewesen. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt ein Befehl Allahs durch eine Offenbarung. Und zwar Nuh alayhi salam, er bekommt eine Aufgabe, eine gewaltige Aufgabe, welche viel Spott auf ihn ziehen sollte. Nämlich, er sollte jetzt sein Volk noch einmal warnen, dass sie gewarnt sind. Und das hat sich wahrscheinlich über Jahrzehnte gezogen. Und er hat angefangen, ein Schiff zu bauen. Und zwar unter Anleitung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie er das gemacht hat und welche Aufgabe er dabei hatte und wie die Leute ihn dabei, während er das getan hat, noch verspottet haben, das werden wir insha'Allah ta'ala in der kommenden Woche dann besprechen. Sagt man auch khairan, subhanallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.